Willkommen zurück, liebe Freunde, zu Need for Speed Most Wanted. Wir machen ja seit so etwas längerer Zeit mal wieder die Herausforderungsserie weiter und ich wollte dann doch mal in dem Game mal weiter vorankommen. 50.000 Sachschaden müssen wir hier erstmal machen. Würde ich sagen, können wir das erstmal anfangen. Und tatsächlich wollte ich Most Wanted auch mal wieder ein bisschen weiterspielen. Ich nehme auch gerade tatsächlich zu einer interessanten Uhrzeit auf. Wir haben jetzt so 20 nach 1. Und ist insgesamt eigentlich eine interessante Situation, einfach weil momentan haben wir ja diesen neuen Coronavirus an der Backe. Und deswegen mache ich gerade tatsächlich Homeoffice. Und deswegen kann ich jetzt gerade sozusagen in der Mittagspause gerade mal ein kleines Ründchen Need for Speed Most Wanted aufnehmen. Hätte ich eigentlich schon früher machen können, aber meistens habe ich die Mittagspause dann doch irgendwie fürs Entspannen und Ausruhen genutzt. Aber jetzt wollte ich doch mal irgendwie Need for Speed aufnehmen, weil es bietet sich halt so sehr an. Und da hatte ich dann doch schon Bock drauf. So sieht's erstmal aus. Ich guck mal, wie ich in Zukunft noch dann hier Videos aufnehmen kann. Mit Midnight Club muss ich mal gucken, ob ich das immer in der Mittagspause machen will, weil das Problem ist, momentan habe ich halt ein Firmen-Notebook. Und das Firmen-Notebook schließe ich tatsächlich an meinem Monitor an, genau mit diesem, an den HDMI-Port, wo auch normalerweise halt mein Elgato dranhängt. Oder halt, wo halt die Xbox dann eingespeist wird. Und dann müsste ich halt immer wieder die Stecker umwechseln, was auf Dauer dann doch ein bisschen nervig wäre. Deswegen werde ich, glaube ich, mit einer Klappe immer am Wochenende aufnehmen, aber werde ich alles noch schauen. Deswegen Need for Speed ging jetzt relativ flott, bis auf, dass ich das Spiel nochmal komplett neu modden musste, was bei mir auch so eigentlich nur ein paar Minuten dauert. Und so sieht's erstmal aus. Ich will jetzt erstmal nicht versprechen, dass jetzt wieder häufiger Videos kommen, weil das ist immer ein bisschen gefährlich, weil also es ist halt immer, man muss natürlich auch irgendwo die Motivation haben und da ist halt nun mal wirklich nur mein Hobby ist und ich dafür halt kein Geld kriege, ist die Motivation dann halt nicht immer da. Sehr gut. Ja, ich wollte gerade sagen, ihr müsst mich schon weiterverfolgen. Das ist schon mal sehr gut. So, das war's erstmal. Damit können wir jetzt abhauen. Na komm, dich nehmen wir noch mit. Die Sache beenden ist kein Problem, aber. Die Sache beenden ist kein Problem, aber ich beende sie auf meine Weise. So. Joa, das ging ja sogar relativ fix. Ich würde sagen, damit kann man arbeiten. Nice. Was ich natürlich trotzdem noch machen muss, ich werde dann abends dann halt das Video schneiden, aber das kann ich ja dann so nebenher machen, das ist jetzt auch... Gut, was halt schneiden, also ein Let's Play-Teil ist halt jetzt nicht so die riesige Aufgabe, aber was halt dazu kommt, natürlich so wie Thumbnails machen und sowas, das kann ich mal gucken, ob ich das vielleicht sogar noch vor dem echten Weiterarbeiten wieder machen werde, aber mal gucken. Ist häufig so, dass ich dann gerne schon mal in die Aufnahme reinschauen und schon mal gucke, woraus ich halt ein Thumbnail machen kann. Meine Bewegungsunschärfe ist aber schon ordentlich, ey. Du hast das Gefühl, durch die ganzen grafischen Anpassungen ist das noch schlimmer geworden. Stimmt, hatte ich die nicht eigentlich abgeschaltet? Ich bin mir da gerade relativ unsicher. Ich glaube, ich habe die sogar abgeschaltet. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, irgendwas habe ich vergessen. Gut, wir spielen mal eine Folge einfach mal mit Bewegungsunschärfe, dann sieht man einfach mal den Unterschied.
Ja, normalerweise ist ohne schon irgendwo besser, muss ich so offen gestehen. Ja, mal gucken, wie es ansonsten erstmal so weitergeht. Also Most Wanted, jetzt die Challenge-Serie, macht auf jeden Fall mal Bock wieder, Most Wanted mal wieder ein bisschen durch die Gegend zu fahren. Ich habe jetzt letztens auch nochmal ein paar Kuro-Streams geguckt, unter anderem hat er mal wieder hier ältere Teile wie Need for Speed High Stakes und Need for Speed Porsche letztens gestreamt. Waren auch echt coole Games, also im Nachhinein muss ich auch echt sagen, die Spiele sind bei mir echt vom Ansehen her doch gut angestiegen. Weil davor wusste ich so, ja, das waren relativ gute Games. Need for Speed Porsche habe ich auch damals irgendwann mal gespielt. Vor gefühlt einer halben Ewigkeit. Aber so im Nachhinein sind mir dann doch noch ein paar Sachen aufgefallen. Vor allen Dingen, da die Spiele tatsächlich auch Karrieremodi hatten. Und das war mir so gar nicht so richtig bewusst. Also Need for Speed 4 habe ich komischerweise damals nicht gespielt, aber Need for Speed Porsche. Aber wiederum Need for Speed Hot Pursuit. Also im Endeffekt habe ich Need for Speed 3 und 5 gespielt. Aber den vierten halt irgendwie nicht, ist halt sehr komisch bei mir gewesen. Und dafür dann wieder Hot Pursuit 2 nicht, Underground 1 zumindest vorerst noch nicht und dann erst wieder Underground 2. War bei mir sehr speziell. Boah, Alter, also die Bewegungsunschärfe ist schon echt übel. Siehst ja gar nichts mehr von dem Boden. Ich fand das ja bei Need for Speed Carbon schon so krass, ey, dass du da wirklich nur noch ein... wirklich nur noch verschwommene Umgebung, verschwommene Texturen, das weißt du. So, das war jetzt ein relativ unspektakuläres Rennen, vor allen Dingen, weil die Cops nicht auf uns aufmerksam geworden sind. Dadurch war das Ganze nochmal ziemlich entspannt. So, und dann haben wir jetzt noch, was ist das nächste? Mit Kopfgeld in Höhe von 50.000. Ich sehe gerade Herausforderung 30 von 70, also wir sind auf jeden Fall hier und da noch gut beschäftigt. Da werden auf jeden Fall noch ein paar Videos dazukommen. Ja, Kopfgeld ist eigentlich gar nicht mehr so schwer, vor allen Dingen mit so vielen Cops. Sehr schön. Das waren schon mal 25.000. Boah, das Spiel ist manchmal hier und da echt böse am Hakeln, ey. Aber das Problem hatte ich vorher schon. Boah. Schon krass, ey. Alter, dein Ernst? 1000 Kopfgeld fehlen mir noch. 1000? Wollte gerade sagen, der müsste jetzt automatisch eigentlich hochgehen. So, haben wir dann relativ fix einen Verfolgungsstopper. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn da noch ein Kopf? Verreck doch! Oh Mann! Das hätte jetzt echt eine schnelle Nummer werden können. Jawohl, und tschüss. So kann man es auch machen.
Ich hoffe, die sehen mich dabei jetzt nicht. Unterstützungseinheiten auf dem Weg zur Verfolgung. Das Objekt wurde zuletzt gesehen in Fahrtrichtung Osten auf der North Bay Road. Ja, so kann man es auch machen. So, zwei Herausforderungen schon mal in dieser Folge geschafft. Was ist als nächstes? Mordstelle, danach weniger als 3 Minuten entkommen. Also das sind momentan gute Challenges, um flott voranzukommen. Weil, ja, wenn du dann solche Herausforderungen hast, die sich dann halt so ein bisschen hinziehen, ist das dann auch so ein bisschen unangenehm. Im Nachhinein muss ich echt sagen, die Bewegungsunschärfe ist hier und da echt mal ein bisschen unerwartet. Also die kommt dann so aus dem Nichts irgendwie gefühlt. Aber ich guck mal, dass ich daran denke, dass ich die dann nächste Folge wieder ausschalte. Die hoffentlich nicht so lange auf sich warten lässt. Da muss ich schon zugeben, das war jetzt auch nicht meine Absicht, aber es ist halt wirklich, dass man dann nicht immer den Schwung fährt. Und vor allen Dingen, weil jetzt auch hier und da das Wochenende mal so viel los war bei mir. Es kann gut sein, dass bei mir ein Umzug ansteht. Das muss ich immer noch gucken. Da ist man mit einigen Sachen so ein bisschen beschäftigt. Und ja, da findest du dann nicht nur wirklich Zeit, großartig was zu spielen. Da beneide ich schon echt Vollzeit-Streamer und Vollzeit-Let's Player, die das einfach als Beruf haben und einfach die Berufszeit im Endeffekt dafür nutzen. Ne? Aber gut, im Endeffekt hatte ich die Chance ja auch, als ich noch halt auf Arbeitssuche war. Da hätte ich dann natürlich auch, gut, was heißt hätte ich, im Endeffekt habe ich ja dann Videos und so rausgehauen. Aber ich hätte damals tatsächlich mehr streamen können, das habe ich nämlich nicht so viel gemacht. Joa, Stufe 4 Verfolgung. So ungewohnt, also ich habe das Spiel häufiger mal bei halt beim LPN, bei Kuru oder bei sonst wen halt so gesehen. Und die spielen das ja im Endeffekt beide auf Englisch. Also der LPN zockt ja halt die komplette Redux-Version, die er sich da einfach runtergezogen hat. Und ja, da ist tatsächlich alles auf Englisch und wenn ich dann hier zum Beispiel am Zocken bin und ich höre auf einmal den Funk und die sprechen dann alle Deutsch, das ist dann so ein bisschen, ja, schon fast ungewohnt. Aber ich habe auch mal den einen oder anderen Spruch von Cross dann halt auf Englisch gehört, der ist da, ja, der ist irgendwie krasser drauf, also auf Deutsch ist der fast gefühlt so harmlos irgendwie. So, die letzten Prozent der Strecke fahren wir gerade ab. Oh, komm doch rum, Alter. So. Ich finde so, die Bewegungsunschärfe gibt dem Ganzen schon so einen speziellen Touch, was gar nicht mehr so schlecht aussieht, aber es ist halt erstens ein bisschen übertrieben und zweitens, ja, die schönen Texturen, die gehen halt dabei viel zu stark unter. So, weniger als 3 Minuten entkommen. Wenn man jetzt trickst, das habe ich auch mal bei Kuro gesehen, als er mal seinen Weltrekord hier aufgestellt hat. Ich glaube, das klappt nicht. Schade. Entschuldigung.
gibt es halt den nächsten Trick. Tja. Ist halt so dumm, die Cops sind da direkt vor einem, aber. Tja, so kann man es machen, würde ich sagen. Easy. Tja, der Helikopter, der ist jetzt auch total sinnlos, obwohl der mich hätte noch sehen können an der Stelle. So, wieder Mautstellen. Das andere sind 8 Straßensperren durchbrechen, okay. Ja, das mit den 8 Straßensperren, das könnte dauern. Da müssen wir mal gucken. Ich würde nämlich fast vorschlagen, dass wir hier mit dem Mautstellenrennen dann noch, dass wir das noch fahren. Und nächste Folge geht es dann mit der nächsten Herausforderung weiter. Aber momentan machen wir gut Fortschritt, das gefällt mir schon mal. Werden natürlich insgesamt dann nicht viele Let's Play-Teile werden bei Most Wanted, aber gut, ist halt nur die Herausforderungsserie. Okay. Der LKW-Fahrer, ich weiß nicht, vielleicht hatte der einen Schlaganfall oder sowas. Wusste auch nicht mehr, wohin mit sich. Ich weiß nicht, also ich muss sagen, Bewegungsunschärfe finde ich hier und da gar nicht mehr so schlecht. Macht das Ganze irgendwie optisch auch nochmal interessant, ey. Okay, da hat mich wohl jemand gesehen. Wir haben, by the way, auch nur 5 Gänge, aber 300 km schafft man trotzdem ganz gut. Aber wenn ich so drüber nachdenke, so die Herausforderungsserie, ich finde es eigentlich ganz cool, dass man... Okay, da denkt man jetzt im ersten Moment, oh Kacke, aber von der Seite kommt man da zum Glück noch durch. Stimmt, theoretisch kannst du eigentlich dann komplett durch die Welt fahren in diesem Event. Ich wollte gerade sagen, der hat mich vielleicht nicht gesehen, aber da vorne sind schon wieder die Cops. Was ich sagen wollte, so super krass finde ich eigentlich die Herausforderung gar nicht. Also klar ist die Zeit hier und da schon so ein bisschen... Schon ein bisschen enger angezogen, als jetzt, wenn man das jetzt in der Karriere fährt, aber ansonsten schafft man das immer noch relativ locker. Am Ende, da werden die dann doch ein bisschen straff, da muss man schon aufpassen, aber ich muss auch sagen, lieber so rum als andersrum, wenn man dann auf einmal da so Riesenprobleme hat, die Events hier fertig zu fahren. So. Ja, komm, probieren wir das noch mit den 8 Straßensperren. Hoffen wir mal, dass wir da relativ viele abkriegen. Das Dumme bei dem Event ist einfach, dass... dass wir zuerst mit Stufe 4 Cops hier anfangen, aber gerade auf Stufe 3 sind.
So, dann gebt mir mal Straßensperren. Ja. Das ist jetzt eigentlich so geil. Ich bin gerade am Überlegen, dass sie werden abzubrechen, weil das dauert mir gerade doch ein bisschen zu lange. Ja, gucken wir mal noch. Vielleicht kommen jetzt noch ein paar Straßensperren. Jetzt habe ich sogar den Kopf ausgetrickst. Ja, doch, da ist noch einer. Sonst hätte ich jetzt gesagt, mal probieren wir nächstes Mal. Ja, ich dachte so, die würden jetzt nach und nach die ganzen Straßensperren spawnen. Aber das Problem ist, den Bug hatten wir schon mal, ne? Dass irgendwie keine Straßensperren gespawnt sind. Ah, doch, da. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Dann fahren wir mal auf dem Highway weiter. Kommt auch sowieso gleich Verstärkung, dann können wir das trotzdem gleich noch ausprobieren. Boah. Das war Straßensperre Nummer 2. Na, schon mal gut. So können die Straßensperren ruhig weiter spawnen. So, und das ist natürlich jetzt schlecht. Hallo. Ja, die Hälfte haben wir. Da waren es nur noch drei. Und da ist schon die nächste. Mann, ey, also, das kann ruhig häufiger so sein, ey. Verliere ich sie. Boah, sind die jetzt komplett weg? Ja, was soll das denn? Och Mann, uns fehlen uns noch zwei Straßensperren. Zum Glück, ey. Und da ist auch direkt die nächste Straßensperre.
So, die lassen sich natürlich so leicht wegschieben, einfach weil sind halt noch leichte Rhinos. Ja, selbst der Kopf schafft es nicht dadurch. Leute, ich bin hier. Ja, kann sich nur um Stunden handeln. Oh, er hat es endlich geschafft. Also euch wollte ich jetzt eigentlich nicht töten, aber gut, dann nehmen wir euch einfach mal mit. Okay, der Kopf hat's überlebt. Sollte man ja immer mal auf Nummer sicher gehen. So, jetzt gibt mir noch eine Straßensperre, verdammt. Eine einzige. Nein, nicht da durchfahren. Eine Straßensperre. Also ich rechne mit dir momentan nicht, weil du einfach gerade wegfährst. Ich wollte es nur mal anmerken. Boah, eine Straßensperre, komm. Eine. Da. Warum stand die? Die stand da ja noch, bevor ich wieder gefunden wurde. Wie dumm war das bitte? Mal gucken, ob ich den irgendwie austricksen kann. Okay, der macht sich gerade selber fertig. Ja. Glück gehabt. Der hätte jetzt auch hier reinfahren können. Boah, haben wir das doch noch hingekriegt, ey. Ist das Video fast wieder eine halbe Stunde lang geworden. Das war ja noch so am Witzeln, dass ich vielleicht sogar zwei Teile hintereinander in einer Mittagspause aufnehmen könnte, aber ja, das schaffe ich leider nicht mehr, vor allem, weil ich Most Wanted bei mir nochmal ja, mehr oder weniger reparieren musste. Aber nichtsdestotrotz, ja, haben wir dann doch heute einiges wieder geschafft und haben so fast die Hälfte. Fehlt uns eine Challenge noch und dann haben wir genau die Hälfte. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall hier weiter mit der Herausforderungsserie in Need for Speed Most Wanted. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ja, nächste Folge machen wir dann weiter mit, ja, sozusagen der anderen Hälfte der Herausforderungen. Und ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder hier ein. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.